Steigende Kosten, Rohstoffengpässe und Lieferverzögerungen. Die Weltwirtschaft ist schon seit Jahren schwer gebeutelt. Jetzt machen sich auch der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland immer stärker bemerkbar. Zusätzlich zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. In China kommt die Abfertigung von Containerschiffen wegen Lockdowns nur schleppend voran. Schätzungen zufolge ging das Exportvolumen des weltweit größten Hafens in Shanghai bereits um rund 40% zurück. Und in Deutschland warten die Häfen auf Waren und Material. Ziemlich leere Kaikanten im Hamburger Hafen. Denn viele Schiffe kommen nicht nach Zeitplan hierher, um ihre Fracht abzuladen. Der Grund: zu viele im Corona- und Ukraine-Chaos gestrandete Container versperren die Plätze für neue. Deshalb warten viele Schiffe draußen in der Nordsee. Die grünen Kreise markieren stillstehende Frachter. Containerschiffe, die in den Hamburger Hafen kommen sollen, sind massiv verspätet. Wir haben eine Pünktlichkeit bei den Containerlinienrädern von unter 50%. Und folglich gibt es daraus Rückwirkungen auf die betrieblichen Abläufe an den Terminals. Festgefahrener noch ist die Lage in Shanghai, dem größten Hafen der Welt. Auf See warten rund 300 Containerschiffe auf Abfertigung. Der Lockdown bringt die Abläufe durcheinander. Aber irgendwann werden sich die Waren auf den Weg nach Europa machen. Das dauert 30, 40 Tage, nachdem die Operationen dann wieder richtig laufen in Shanghai. Und dann haben wir eigentlich die große Welle hier. Und da wird sich die Situation, die wir heute sehen, noch deutlich verschärfen. Unterbrochene Handelsströme verteuern die transportierten Waren. Das befeuert die Inflation. Die Bundesbank warnt in ihrem neuen Monatsbericht im Falle eines Energieembargos gegen Russland vor einer Rezession. Eine Wirtschaftskrise wird wahrscheinlicher in Deutschland und weltweit. Jennifer Johnston. Also der Schiffsverkehr, der staut sich wegen, so haben wir das gerade in dem Beitrag gehört, pandemischer Auswirkungen. Kannst du noch mal erklären, was damit genau gemeint ist? Damit ist gemeint, dass seit Beginn der Corona-Pandemie und der Schließung erster Häfen in China damals die Lieferketten im Prinzip aus dem Takt sind. Weil der Warenverkehr auf See ist ganz genau getaktet, just in time wird das genannt. Und wenn da irgendwas aus den Fugen gerät, dann hat das ganz viele Folgewirkungen. Und Shanghai lässt die Lage gerade zuspitzen, weil die Stadt ist ja seit einigen Wochen im Lockdown und das hat auch Auswirkungen auf den Hafen. Zwar arbeiten die Hafenarbeiter so eine Art Bubble auf dem Gelände, also der Hafen ist in Betrieb, aber es scheitert daran, dass viele Lkw-Fahrer nicht in die Stadt reinfahren wollen, auch krankheitsbedingt ausfallen und viele Sondergenehmigungen brauchen, um überhaupt durch die Stadt zum Hafen fahren zu können. Und dadurch fehlen dort ganz viele Waren. Waren können nicht umgeschlagen werden und Schiffe stauen sich. Aktuell stehen vor Shanghai rund 300 Containerschiffe. Und das alles, was es durcheinander gebracht hat, macht sich dann auch zum Beispiel in Deutschland am Hamburger Hafen bemerkbar, weil hier auch ganz viele Waren nicht abtransportiert werden können. Und der Sprecher der HALA, der Hamburger Hafenlogistik, hat mir heute auch gesagt, ja, wir sind ein Umschlagbetrieb und kein Lagerplatz. Die wissen einfach nicht mehr, wohin mit den Containern. Rund 800 Schichten sollen hier ja fehlen im Monat. Ist es da überhaupt möglich, gegenzusteuern, um mehr Schiffe abzufertigen? Das ist möglich, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Belegschaft mitmacht. Die Geschäftsleitung bietet ihnen finanzielle Anreize. Das sind 50 Euro mehr für 4 Überstunden. Also das heißt, wenn man vor die Frühschicht oder an die Spätschicht noch mal was dranhängt. Es soll auch 100 Euro geben, wenn man auf einen freien Tag verzichtet, also zusätzlich obendrauf aufs Gehalt. Aber der Betriebsrat hat schon angekündigt, dass sie noch nicht wissen, ob sie dem Ganzen zustimmen sollen, weil die sagen, es wurde eigentlich in der Vergangenheit schon viel falsch gemacht in der Personalpolitik. Sie fordern oder sie sagen, der Konzern will die Freizeit der Mitarbeiter erkaufen. Stattdessen sollte der Konzern lieber mehr Mitarbeiter anstellen und auch wieder mehr Menschen ausbilden. Wenn es nicht gelingt, dieses Problem zu lösen, wie sehen dann die Folgen aus? Dann stapeln sich die Container im Hamburger Hafen weiter. Das Problem, was wir jetzt haben, also verschärft sich. Und darauf waren auch sehr, sehr viele Experten, die sich mit Hafenlogistik, Lieferketten auskennen, weil die sagen, das ist so eine Art Welle. Dann, wenn in Shanghai dann doch wieder der Betrieb in Gang kommt und die ganzen Containerschiffe dort abgewickelt werden können, entladen werden und sich wieder auf den Weg nach Europa machen, dann kommen die auch alle mit einmal hier an. Und wir haben ein noch größeres Problem, die Schiffe hier wirklich entladen zu können. Und der Stau wird länger. Wie groß ist denn der Schaden, der schon jetzt entstanden ist?
Der Schaden, man kann ungefähr sagen, dass ein Containerschiff, das jetzt aktuell in der Nordsee liegt und darauf wartet, in den Hamburger Hafen einfahren zu können, so Betriebskosten von 50.000 am Tag hat. Das heißt, man kann sozusagen förmlich sehen, wie die Dollarscheine da durch den Schornstein gehen. Und diese Kosten muss am Ende irgendjemand zahlen. Also ja, keine einfachen Zeiten, unter anderem wegen Corona. Wird sich die Lage wegen des Ukraine-Kriegs dann nochmal verschärfen? Aktuell ist es so, dass sich der Ukraine-Krieg in dem Sinne jetzt am Hafen bemerkbar macht, weil dort sehr, sehr viele Container lagern, die eigentlich auf dem Weg nach Russland waren und jetzt im Hafen liegen und dort nicht mehr wegkommen. Die Hamburger Hafenlogistik sagt, das ist erstmal für sie ein temporäres Problem, aber man weiß natürlich nicht, wie sich der Krieg weiterentwickelt. Das Hauptproblem für das Problem in den Lieferketten ist tatsächlich die pandemische Lage. Jennifer Johnson damit. Vielen Dank. Die Bundesbank hat heute vor den Folgen des Krieges gegen die Ukraine für das deutsche Bruttoinlandsprodukt gewarnt. Ein vollständiger Einfuhrstopp russischer Energie könnte die Wirtschaft hierzulande in eine Rezession stürzen. Mehr dazu von Dorothee Holz aus der Börse in Frankfurt am Main. Die Bundesbank rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft in einem solch verschärften Krisenszenario um knapp 2% schrumpfen würde. Bisher geht man ja davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr noch um etwa 2% wächst. Die EZB-Prognose sieht sogar noch ein Wachstum von 3% vor. Der wirtschaftliche Schaden wäre also immens. Allerdings käme die deutsche Wirtschaft damit deutlich glimpflicher davon als während der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Damals brach die Wirtschaftsleistung um 4,6% ein. Also nach dem von der Bundesregierung beschworenen Katastrophenszenario sehen die Bundesbankprognosen nicht aus, auch wenn hinter diesen Berechnungen viele Fragezeichen stehen. Darauf weist die Bundesbank selbst hin. Der Unterschied zum Jahr 2020 liegt aber in einer deutlich höheren Inflation. Ein Embargo dürfte die Preise für Rohstoffe, für Industriemetalle und für Nahrungsmittel noch stärker in die Höhe treiben. An den Aktienmärkten sorgt die Aussicht auf drastische Zinserhöhungen für Verunsicherung. Die Anleger fürchten, die Notenbanken könnten künftig deutlich entschlossener vorgehen als bislang gedacht. Noch einmal Dorothee Holz. Ja, zum Wochenschluss fliehen Anleger aus Aktien. Der hohe Inflationsdruck ruft die Notenbanken auf den Plan. Die US-Notenbank hat ganz klar die Bekämpfung der Inflation in den Mittelpunkt gestellt. US-Notenbankchef Jerome Powell hat für die Mai-Sitzung sogar eine Zinserhöhung von einem halben Prozentpunkt angedeutet. Eigentlich nichts Neues. Doch Powell hat auch angedeutet, dass es nicht einfach sei, eine Rezession zu vermeiden. Also das schlimmste Szenario, hohe Inflation und eine schrumpfende Wirtschaft. Auch in die Europäische Zentralbank könnte gezwungen sein, schneller auf die Bremse zu treten. Die Stimmen werden immer lauter, die eine erste Zinserhöhung in der Eurozone schon im Juli fordern. Höhere Zinsen machen Aktien weniger attraktiv. Der DAX ist zum Wochenschluss dennoch deutlich abgerutscht. Um 2,5%, 360 Punkte auf 14.142. Und damit sind die Gewinne der drei Tage davor dahin. In Russland ist die Inflation auf den höchsten Stand seit rund 20 Jahren gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich bis Mitte April um durchschnittlich fast 18%, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar sind fast alle Preise gestiegen, ob für Gemüse, Zucker oder Smartphones. Gestern räumte Russlands Zentralbankchefin Nabiullina vor dem Parlament Probleme durch die westlichen Sanktionen ein. Die Strafmaßnahmen würden alle Bereiche der Produktion treffen. Präsident Putin hatte hingegen erneut betont, dass der Blitzkrieg des Westens gegen die russische Volkswirtschaft gescheitert sei. Die von der Regierung beschlossene Senkung der Steuer auf Kraftstoffe für die Dauer von 3 Monaten soll ab dem 1. Juni in Kraft treten. Dies ist auch der Starttermin für das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Es soll bundesweit nutzbar sein, gilt ebenfalls 3 Monate und soll die privaten Haushalte entlasten. Finanziell ist das Ticket zweifelsfrei attraktiv. Pendler aus dem Umfeld großer Städte stehen dennoch vor Problemen.